Aber nicht fürs Internet, gell? Nur für die HNDX-Gruppe. Team Internet ist. Ja, aber normalerweise. Ja, das ist immer drin. Tief runtergekramt. Gibt eigentlich alles, Tasse. Wie ist er noch dreckig? Vom letzten Tag. Aber ist gut. Da ist sogar noch die Antenne von 2016 drin. Aufräumen hilft. Nicht immer, aber immer öfter. Ne? Den Hund gleich mit, ne? Ja, oder Kind oder wie auch immer. Okay, so I asked Dutch Telecom, guys, because when one of our members of the club is calling, I have a disturbance for PLC, then they come, they measure and they say, okay, it's within limits. Mm-hmm. And then I call them, what's within limits? 0 to 30 megahertz, no disturbance. So what's within limits? Yeah, okay, but it's difficult. No, it's not difficult. It's not difficult. European regulations. Okay, that's the same for general. All of fließen, glaube ich, oder? Ja, das ist interessant. Ja, ist. Ja, und merkst du das, wenn du. Die deine hat ja auch 2 Meter jetzt, ja? Der schüchterne Michael. Ja, hallo. Es sind ja schon fast über 20 Leute da. Haben Sie mir auch irgendwas verkauft? Und, es ist eine 5/8 ohne Radiale. Ja, es ist quasi eine 5/8 ohne alles, ne? Ohne Mast, ja. Und so. Ja, ja. Nee, Mast habe ich ja dann zum Hochziehen. Habe ich ja einen Mast. Da ist ja ein Kabel dabei hier. Es geht das Gerücht, im Ruhrgebiet eine Station hat ein Funkgerät verkauft an einen anderen Funker und das funktionierte nicht. Und dann hat das geöffnet, dann lag nur ein Backstein dabei. Das ist aber eine Story, die seit 20 Jahren backst. Aus seriöser Quelle habe ich gehört, die muss stimmen. Wow. Und ich sag jetzt nicht, weil die Presse dabei ist, habe ich jetzt keinen Namen. Das gibt sonst Ärger und rechtliche Konsequenzen und so. Das wollen wir jetzt. Ich spreche das erstmal mit dem großen Leuten vor. Sehen, das gute Schweizer Taschenmesser, ne? Ja, gell, wenn man gewusst hätte, wofür man das alles braucht. Dennis hat schon eine Grillmütze zusammengebaut heute. Mal bitte jetzt. So, sind wir startklar. Yep. Hast du ein gutes Bild? Also ich habe nochmal zugelassen. Die Schräubchen sind locker. Oh. Oh, ey. Also wir haben hier die Spule. Und wir haben hier eine winzige Kapazität noch drin, das ist also ein LC-Kreis. Mal gucken, die liegen parallel drauf. Ist das eine Anzapfung oder steckt die da nur einfach drin? Das kann ich jetzt bei dem Licht. Die zweite Spule ist da noch drin, ne? Ich kann das gar nicht sehen. Ja. Sieht man das von der anderen Seite? Nein, da ist noch eine zweite Spule drin. Ja, da ist noch eine zweite Spule drin und eine kleine Kapazität hier, ne? Haben die da drin. Die geht hier von Masse. Wo geht denn der Hot hier los? Gar nicht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo geht denn der Mittelpin los?
wirklich hin? Ich hab nicht da rumgeschaut. Hä? Es gibt kein Mittel.